Was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Runde Echo. Mitarbeiter, liebe Teddy. Klaut er mir meinen Text? Warum? Na, ja, ist okay. Ne? Hä? Ach komm, ey. Aber hallo. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echo. Nein, jetzt war der ohne mich. Ach. So, Fahrstuhl ist gebaut. Hat auch nur eine Folge gedauert. Jetzt einfach aufs Dach gesprungen, die Sau. Ja. Weil jetzt saust er nämlich einmal nach oben und jetzt ist er auf einmal wieder da, aber nur auf halber Hälfte und irgendwie. Ja. Wie mach ich denn das jetzt? Komm ich vom Eisenscheiß aus dran? Ne, ich glaube nicht. Warte mal dann. Kann man hier so ein Panel platzieren und können halt komplett runterlaufen lassen? Ja, ich habe den hier angehalten mittendrin, weil damit du stuck bist. Ah. Der war so gewollt, ja. Aber hast die Tür vergessen mit einzubauen, ne? Ja. Ach so. Ist ja nur übergangsmäßig mal gerade. Ich komme doch von hier aus drauf. Das ist cool. So, der liebe Xeras. Oh, jetzt, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht, Mann? Der wollte letzte Folge noch was schnacken. Und ich habe ja so viel geredet, ausnahmsweise mal, dass ich den Arm gar nicht zu Wort kommen gelassen habe. Hä? Oh, das unterstellt bestimmt gerade wieder deine Community mir. Schwör das doch hier. Die habe ich schon, aber die wissen Bescheid. Die fangen morgen mit Shitstorm an. So. Ja. Der Xeras, der redet immer viel zu viel in den Aufnahmen. Ja. Ja. Denk gar nicht an den armen Teddy. Nö. So rum wäre natürlich. Nee, so rum ist scheiße. Wir hatten das Thema Pokémon-Karten, ne? Genau. Ist korrekt. Ihr müsst euch das vorstellen, da wollte er extra nochmal zu Wort kommen, hat er gesagt. Ich wollte ja einfach nur nochmal zu dem Thema halt was sagen, weil das heißt ja momentan mega omnipräsent, ja. Wir sind ja nicht nur. Ja, das ist unglaublich, was die Leute da momentan an Geld reinstecken, an Summen. Und. Kann man sagen, dass die den Markt kaputt machen momentan? Ja, ne? Ganz kurz noch was vorher fragen. Ja, klar. Die Musik, die du da vorhin mir gezeigt hast, ist die YouTube-freundlich? Oder nur Twitch-freundlich? Die. Welche? Die erste. Die erste. Der Russian Hardbass? Ja, da hätten wir nämlich einmal den Metal-Fahrstuhl nehmen können, aber. Ach, du meinst. Hä? Ach, das Metal-Ding. Nur wenn du bei Epidemic Sounds bist. Ich wollte auch gerade sagen, dann muss ich ja wieder irgendwelche Referenzen mit unten in die Kommentare schreiben und so. Lass mal das besser. Wenn du. Ja, ich bin ja bei Epidemic, deswegen, da geht das. Das ist alles ein bisschen schwieriger da immer mit den ganzen Lizenzkrams. Aber ich habe es gesehen auf Twitter. War wieder ein Fall von Pretzels, wo Musik geclaimed wird. Oh. Ja. Die kriegen das einfach nicht gebacken. Und deswegen ist für mich halt Epidemic momentan sehr gut, weil die sind wirklich solide, was die Verträge angeht. Und fair. Muss man dazu sagen. Also fair für Consumer wie mich und aber auch Artist für die Leute, die einfach Rülpsgeräusche oder sowas machen. Pokémon-Karten. Gehen wir da nochmal zurück. Also. Das entwickelt sich ja seit geraumer Zeit in eine, also das artet ja in eine gewisse Größe aus. Die ist ja für einen Normalsterblichen gar nicht mehr greifbar.
Logan Paul hat ja jetzt 2 Millionen Dollar ausgegeben für, ich glaube, 7 Packs. Um. Ach du heiliger, what? Also für 7 Displays. Und dann hat er jetzt Auktionen laufen, wo die Leute halt eben mit steigern können. So, und wir hatten es ja schon von Trimax gehabt, irgendwann die Woche. Der hat wohl da mitgeboten und hat sich ein Pack gegönnt für 30.000 Dollar. Olle. So, reden wir jetzt hier noch von Verhältnismäßigkeit oder ist das schon eine Art Sucht? Oder ist es eine Art, weil ich es kann? Lol, wieder rausgepackt. Also zum einen ist es halt natürlich so einer wie, ey, guck mal, ich kann's. Ja, ich meine, ich gönn's mir auch. Ich würde mir auch gerne mal einfach so 8 Karten für oder ein Blister-Booster für 30.000 gönnen können. Glaube ich, 8 oder 11 sind da drinnen, ne? Aber ich würde mal halt da lieber was Praktischeres holen, wie vielleicht ein Auto. Ja, aber da besteht ja auch nicht bei dir jetzt unbedingt die Notwendigkeit. Das ist ja aber, darum geht es ja jetzt nicht. Es geht ja jetzt eher darum, wir hatten es ja schon mal die Rede davon. Ich weiß gar nicht, ob das innerhalb hier von der Folge war. Es gibt ja auch Leute, die spielen mit den Karten. So. Und da hast du mir gesagt, es gibt Leute, die spielen halt auf Turnieren und es gibt gewisse Regularien. Genau. So. Und wenn du diesen Regularien nicht mehr folgen leisten kannst, weil du momentan aus der aktuellen Season keine Karten bekommst, dann darfst du nicht mehr an Turnieren teilnehmen. Also nicht ganz. Also ich meine, klar, die aktuellen Packs sind halt immer die Turnier-Packs. Ja? Also wenn jetzt, ich weiß aktuell nicht, wo wir stehen. Ich glaube, Sonne, Mond kann es sein. Oder bin ich schon wieder bei Schwert oder ist mir bei Schwert und Schild? Also ich weiß, ich habe im Moment echt keinen aktuellen Überblick über die Season Decks und so weiter. Aber ich weiß halt von damals, dass es so halt war, dass die letzten 3 Seasons sozusagen gespielt werden dürfen. Was jetzt natürlich jetzt nicht erstmal so ein großes Problem ist, ja, weil du kannst halt immer noch auf die letzte und vorletzte halt zurückgreifen und sagen, okay, ich habe halt jetzt einfach keine Karten aus dem neuen Deck, ich nehme halt meine alten so, ja, das ist kein Thema. Aber wenn du jetzt halt mal weiter denkst, ja, und dieser Hype nicht aufhört und jetzt wieder quasi die Season leer gekauft ist, die nächste Season leer gekauft ist, dann hast du als Spieler irgendwann halt auch mal die Arschkarte, weil dann musst du halt gucken, dass du an Karten kommst, sonst kannst du halt nicht mehr zocken. Und dann finde ich verhältnismäßig schon wieder so ein Display oder Blister für 30.000 halt einfach overload, also weil. Ja, es ist, also das ist halt mal wieder so was losgetreten, was halt einen Hype mit sich bringt. Ich meine, der Hype ist auch bestimmt irgendwann mal zu Ende. Ja. Möglich, ja klar. Aber es leiden halt auch einfach Leute drunter. Also es ist ja nicht nur dann Spaß für denjenigen, der halt sammelt, sondern das ist halt einfach in meinen Augen halt irgendwie gerade was mitgenommen. Das kann jetzt auch natürlich eine böse Unterstellung von mir sein. Ja, wir sind ja aus dem Internet. Aber ich finde es halt, ich will nicht sagen asozial gegenüber halt vielleicht die, die das Hobby länger ausüben, aber es ist auf jeden Fall nicht fair. Ja gut, first come, first serve, ne? Das ist ja halt gang und gäbe. Ich will ja auch nicht Ja. sagen, dass das jetzt nur rein Pokémon-bedingt ist. Man kennt ja die Sculptor, die einfach alles leer kaufen. Wo gab es das hier bei Sneakern zum Beispiel? Ist doch genau dasselbe. Warum sollte ein Schuh so teuer sein? Ja, das ist Angebot und Nachfrage, die kaufen einfach auf. Was ist mit der PlayStation 5? Genau dasselbe Beispiel. Weißt du? Die machen ja mit, die sind ja mitverantwortlich und die sind ja nicht nur im Pokémon-Sektor. Aber genau so Leute springen jetzt auch noch mit auf. Und ich finde immer noch mit Hauptverursachende oder mit dazu Beitragende sind halt leider die Influencers oder die YouTubers oder nennen sie wie du willst. Ja? Aber die regen in den Streams mit dazu an, dass solche Sachen, solche Karten einen gewissen Reiz für viele Leute haben, einen gewissen Wert. Und ich rede nicht vom Sammlerwert, sondern von dem tatsächlich monetarisierten Wert, der dahinter steckt mittlerweile. Auf dem gleichen Basis, Angebot und Nachfrage. Aber wenn du keinen... Ich glaube, viele Leute
wissen, würden nicht mal wissen, was ein First Edition Base Set Booster, was da überhaupt drin ist. Ne? Es gibt ja Leute, die haben da eine Ahnung von, aber was die meisten Leute wissen, das ist ein Glurak, oder muss er sein, dann ist der geil. Alles andere ist scheißegal. Das ganze Pack kann Rotze sein, aber wenn da ein Holo Glurak drin ist, eine schöne Glitzerkarte. Ja, und DX muss er sein. Ja, gab's doch im First, im Base Set nicht. Ach, stimmt, ja. Ja, aber ich meine, du hast es halt, wie du gesagt hast, du hast es bei Sneakern, du hast es mittlerweile bei allem. Die Leute versuchen halt einfach daraus Geld zu machen, wo sie Geld machen können. Ja, ich meine, also jetzt mal for real. Wie der Bitcoin nach oben gegangen ist, habe ich mich geärgert, dass ich meine damals verschallert habe. Ja, ich könnte mir jetzt vielleicht 2 Blister leisten, hätte ich meine Bitcoins behalten. So, ne? Ja. Ich habe vor Wochen habe ich noch aus Spaß gesagt, hey, eigentlich könnte ich jetzt mal ein bisschen in den Dogecoin schallern, weil wenn der Bitcoin es schon wieder schafft, nach 10 Jahren wieder in zu werden, vielleicht schafft es der kleine Keck dann auch. Und dann kommt so ein E-Line ums Eck, macht nochmal kurz Werbung und zack, steigt der Dogecoin um 70%. Na ja, klar. Aber natürlich halt nur in geringen Mengen. Ja? Also wir sind jetzt hier nicht bei, also keiner muss jetzt hingehen, hier irgendwo auf eine Digital-Seite und sagen, oh geil, Alter, 70%, dann kaufe ich mir Dogecoin. Ne, der ist immer noch halt leider bei, ich glaube gerade aktuell 2,17 Euro, kann es sein, ungefähr, umgerechnet. Ja, aber ist ja trotzdem. Aber ist jetzt halt gelogen, weil ich habe aktuell keinen Preis im Kopf, aber. Weißt du, was ich generell bei so Kryptowährungen schwierig finde? Also die Tatsache, dass Kryptowährung alleine schon existiert und einen physikale, also irgendwie einen Wert hat, macht, das ist für mich surreal. Geld entsteht ja auf der Tatsache, dass du einen materiellen Gegenwert hast. Ja, also dein Geld in Deutschland, unser Euro, der ist geprägt an der Tatsache, dass wir Gold als Gegenwert haben. Das liegt zwar jetzt nicht gerade hier, das liegt, glaube ich, momentan Fort Knox, aber das ist da. Und das ist quasi, das macht das aus. So, wenn jetzt anfängt, Deutschland ganz viele Euroscheine zu drucken, dann kriegen wir hier eine Inflation, weil das Papier einfach mehr ist wie den Gold, das Goldgegenwert, das wir halt eben besitzen, ja. Und bei einer Cryptocurrency funktioniert das ja gar nicht. Weil du hast ja gar nichts. Du produzierst quasi, deswegen kann ja, wenn ich jetzt hier hinkomme, ich habe auch eine Blockchain am Laufen, woher nimmt dieses Kryptogeld sein Gehalt? Weißt du, woher, warum hat das einen gewissen Wert? Weil es gibt keinen physischen Gegenwert. Also man müsste da vielleicht erstmal kurz für die, wo noch vielleicht etwas jünger sind und zuschauen, aufrollen, zum Beispiel dein Taschengeld oder halt generell unser Geld hat ja diesen besagten Gegenwert. Also es ist nicht so, dass der Staat sagt, oh, wir haben hier eine neue 800. Autobahnbrücke geplant, wir drucken uns jetzt einfach mal nochmal so 2 Millionen, ja. Nee, es gibt natürlich halt auch einen Gegenwert so, ja. Also man kann nicht einfach eine Geldmaschine gehen, Geld drucken und sagen, ja, bin beseitigt. Ja, das machen sie manchmal, wenn sie eine gewisse Altmenge halt haben. Ja, dann sagen sie, okay, wir haben jetzt gerade zum Beispiel die Umstellung damals von dem alten Euroschein auf den neuen. Ja, das war quasi so eine 1:1 Trading. Ja, alte Euroscheine haben sie eingesammelt, dafür haben sie neue Euroscheine rausgegeben, was halt den Wert nicht gesenkt hat. Ja, klar. Ich denke mir halt, bei der Kryptowährung hast du halt quasi dann diesen Digital sozusagen Coin als Gegenwährung, weil du ja auch Geld investierst. Den machst du ja nicht. Ja, eigentlich ja schon. In welcher Art und Weise? In Strom? Kannst du auch sagen, Aktien. Aktien sind ja quasi auch sowas.
Der aber Bitcoin funktioniert auf seiner Blockchain-Basis. Wenn ich jetzt einen Quantencomputer anschließen würde und würde noch ein paar Coins minen, ja, dann und hätte valide Packages, dann hätte ich auch meine validen Bitcoin. Ja. Ja. Allerdings zieht dein Mining ja auch Strom. Ja, richtig, aber das. Ja. Aber und? Das. Pass auf. Das ist ja aber eine Energie, die ist ja dann verpufft. Ja, aber du hast den Gegenwert. Du hast in dem Falle Energie zu Geld gemacht. Ich habe null physischen Gegenwert. Ja, aber hast du ja bei Wasser im Grunde ja auch nicht. Ja, aber Wasser, mit Wasser kann ich nichts bezahlen. Oder Lebensmittel. Im Grunde zahlst du Geld dafür, dass du 3 Tage oder 2 Tage oder am selben Tag noch scheißen kannst. Also. Ja, aber nein, du vergleichst jetzt Äpfel mit Birnen, weil trotzdem brauche ich eine Währung, mit der das funktioniert. Ich kriege mein Brot, weil ich dafür 1 Euro bezahle. Aber der Euro ist nur so lange was wert, solange ich halt mein physisches Mittel, mein Gold, noch irgendwo liegen habe. Ja, aber dadurch hast du ja dann ein Gegenpapier. Mit einer Aktie ist es ja auch nichts anderes. Du kaufst ja quasi ein Digitalgegenstand von deinem Geld und hast dafür halt einen prozentualen Anteil. Ja, aber ich kann ja, wenn ich muss ja nicht, ich muss ja keinen Bitcoin kaufen. Ich kann ihn mir ja schöpfen. Mittlerweile schwieriger, weil das Ganze beruht ja auf Primfaktorzerlegung. Aber die Leute, die damals einfach da gemeint haben, ja, die eben valide Packages gesucht haben, die haben ja aus nichts heraus Basisstrom, ja, haben die ja ihre Kryptowährung gefarmt. Wenn jetzt dabei irgendwas entstanden wäre, das heißt, hätte ich jetzt noch eine Masse hinten dran, die mir das Recht gibt zu sagen, das Ding ist jetzt so und so viel wert. Aber ich glaube halt, das Ding beruht halt auch eben auf so einem Hype. Deswegen ist der Dogecoin so viel wert. Oder also halt mehr wert geworden. Ich möchte natürlich noch dazu sagen, das ist natürlich alles nur jetzt unsere eigene freie Meinung. Ne? Also wir fachsimpeln hier jetzt nicht. Aber es wäre cool, also falls sich jemand wirklich damit auskennt, in den Kommentaren mal ein bisschen was dazu schreiben könnte, wäre mega cool. Weil ich es eigentlich echt interessant finde. Bin ich aber kurz weggesprungen. Aber ich springe gleich wieder zu dir rüber. Kann man das Mining gegebenenfalls als Vorfinanzierung irgendwie anbetrachten? Weil ich sag mal so, klar, du gehst jetzt hin und meinst dir ja deine Coins. Ja? So, da hast du jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, lass mal 10 Coins zusammen sein. Die hast du jetzt auch gut verkauft, sagen wir mal für einen Tausi. Mit dem Tausi kaufst du ja auch wieder was. Ich weiß halt nicht, inwiefern momentan es möglich ist, Bitcoins überhaupt einzutauschen. Ich weiß, es gab halt mal eine ganze Zeit lang, da standen die Bitcoin einfach nur im Raum, aber du konntest mit denen halt nichts machen. Weil keine Bank und sonstiges wollte halt sagen, okay, dann gib mir deine Bitcoin. Am besten Paysafe-Card umtauschen. Ja, weil dann, sobald ja dann echt Geld wieder reinfließt in die ganze Geschichte, ja, dann hast du ja, dann fängst du ja an, Value zu generieren. Vielleicht kam es auch so rein. Aber generell, der Ursprung besteht ja auf der Basis, ich habe ein valides Package, also quasi 2 Primzahlen miteinander, wurden halt irgendwann multipliziert. Es gibt halt einen ganz großen String und der wurde, oder halt eine ganz große Zahl. Und wenn man die gefunden hat, dann hat man irgendwann ein valides Package gefunden. Und in dieses Package kann man was reinschreiben, was eine Transaktion gleicht. Ja, und diese Transaktion, beziehungsweise aufgrund, auf der Basis dieses Package-Werts, wird ein neuer Wert erzeugt. Ja, und der muss dann wiedergefunden werden. Und das ist dann in sich. Und deswegen nennt man das dann Blockchain. Weil dieser Block, wenn er gefunden wurde, dient dann als zukünftiger, ja, Basisblock, und dann auf dem wird halt eben aufgebaut. Und weil die Zahl jetzt immer größer wird, wird natürlich auch der Rechenaufwand immer mehr. Und
das macht das Ganze mehr oder weniger auch dann valide in gewisser Art und Weise. Da bin ich jetzt auch wieder so ein bisschen, das ist auch noch ein bisschen zu hoch für mich, warum das ausschlaggebend ist, dass dadurch Transaktionen sehr valide werden. Aber für mich ist das einfach ein absolutes Hexenwerk, dieses Cryptocurrency-Ding. Und ich habe mich schon mal eingelesen, ja, ich habe mich da tatsächlich schon mal ziemlich schlau gemacht, aber das war mir irgendwann zu komplex in der ganzen Aufmache, dass ich es immer wieder vergessen. Sag ich, wie das ist? Mir war es irgendwann einfach zu teuer. Also, ich meine, die erste Welle war ja weitaus nicht so ertragreich wie jetzt die zweite Bitcoin-Welle irgendwie. Da wurden ja wirklich, also der ging ja wirklich in die Decke. Aber ich denke halt, unser Wirtschaftssystem gleicht sozusagen irgendwo aus. Weil du holst dir ja, zum Beispiel, ich weiß von einem Bekannten, der hat ziemlich viel in Bitcoin investiert, rechtzeitig. Deswegen hat er auch ziemlich viel Gewinn rausgeschlagen und konnte sich halt einfach mal so sneaky halt ein neues Auto gönnen. Also. Und jetzt ist halt dann wirklich halt, also ich könnte halt denken, dass sich dadurch das halt ausgleicht, weil er ja dann wieder quasi einen Gegenstand in Geld umgetauscht hat, sozusagen. Ja, richtig. Jetzt ist nur die Frage, machst du irgendwann mit Cryptocurrency eventuell eine Währung kaputt? Nee. Ja, warum? Ich glaub, du fütterst ja, du nimmst ja Geld in die Hand. Oder jemand nimmt Geld in die Hand und gibt ja für dich Geld aus für deine Bitcoin. Deine Bitcoin sind ja in dem Sinne erstmal wertlos. Für ihn nicht, aber für den Markt schon. Weil sie ja keinen materiellen Gegenwert haben. Ja. Wie kann ich das am besten vergleichen? Bevor es den Euro gab, ja? Ich habe kurz überlegt, das vielleicht mit Blumen gleichzusetzen. Ja, pass auf, bevor es den Euro gab, wenn du da irgendwo ein anderes Land bist und wolltest damit einen D-Mark bezahlen, dann wurdest du einfach nur schief angeguckt. Ja. Weil mit dem Geld konnte keiner was anfangen. Ja. So, da hättest du auch genauso gut sagen können, pass mal auf, ich habe hier in meiner Hand. Du siehst es zwar nicht, aber es ist da. Hier sind 25 Pesen. Ja, oder Pesetas. So. Du siehst sie zwar nicht, aber ich habe die gekryptomined. Die sind da. Sind die dir das jetzt wert? Und dann sagt er, ja, sind sie mir, aber nur 15. Dann kriegst du von deinem Nichts, ja, weil du hast mir nur gesagt, du hast das, hast du aber jetzt Geld geschöpft. Aber in dem Moment, je mehr in Umlauf kommt, ist wie wenn du Schwarzgeld hättest, ja, oder halt eben Falschgeld. Je mehr in Umlauf kommt, umso weniger wertvoll wird ja die eigentliche Währung an sich, finde ich. Weil ja dadurch, dass eben der Goldwert ja immer noch der gleiche bleibt, aber es trotzdem immer mehr Währung vorhanden ist, muss ja irgendwo der Ausgleich stattfinden. Das heißt, irgendwo wäre dann wieder eine Inflation aufgrund digitaler Währung. Weil Leute ja Geld ausgeben für etwas, was eigentlich für solchen Geldmarkt nicht bestimmt ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich das dadurch ausgleicht, dadurch, dass ja auch die Goldpreise schwanken. Also du hast ja nie irgendwie über die Jahre einen stabilen Goldpreis. Und ich denke, dass sich dadurch das halt dann irgendwie sozusagen selbst generiertes System. Könnte sein. Vielleicht muss ich mir mal eine Doku darüber angucken. Aber ich finde, es ist, wie gesagt, für mich ist das absolutes Hexenwerk. Und weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde die Aussage, ein absolutes Hexenwerk, ist so ein richtig schönes Folgenende. Wir haben auch ein Dach auf dem Biest.
Ja, und ich habe Sand in meiner Karre. Wir haben beide was geschafft. Hey! Ah, das ist, das wird noch wild. Also wir brauchen, ich schätze mal, um das Biest fertig zu machen, noch gut 1000 Beton. Ja, vielleicht ein bisschen weniger, aber wir müssen noch beide Seiten hier hinten machen. Und noch verkleiden und noch Fenster. Dafür brauchen wir noch ganz viel Metall. Also es riecht nach einer CDF, mein Lieber. Es riecht nach einer CDF. Wir müssen noch ein bisschen rankacken. Also, ja, nehmt uns das nicht böse, wenn wir halt das Zeug schon mal farmen. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Kurz hier runter. Scheiße. Ja, das mit dem Fahrstuhl, das ist doch auch kacke. So. Hier haben wir unsere Betonkanone. Und wenn ich jetzt mal hier... Ja, hier ist ja die Zahl. Wir brauchen... Oh, hier 50, so. Und ihr seht, der dauert 8 Stunden und 20 Minuten für 1000 Stahlbeton. Und das ist ein bisschen viel für Indie-Folgen. Deswegen, sowas bereiten wir halt einfach vor, dass wir in den Folgen bauen können. Sonst, ja, 8 Stunden, natürlich, das ist schon eine Zeit. Und also, das Material muss noch gefarmt werden. Ich hoffe natürlich, dass ihr uns das alles nicht übel nimmt, wenn wir ein bisschen so kleine... ja, Cuts mit drin sind und das halt so ein bisschen jumpt, ja, wie zum Beispiel der Umbau oder so, aber das ist halt manchmal doch sehr zeitintensiv. Ja. Bitte seid ein bisschen nachsichtig mit uns. Wir wollen euch aber halt dann eher sowas ersparen. Uns jetzt 8 Stunden da zu gucken, wie wir Beton machen. Oder irgendwie 5 Folgen dabei zu gucken, wie wir Sand ausgraben. Ab und zu haben wir es mal natürlich drin, so wie heute jetzt zum Beispiel auch, wo wir halt mal wieder interessante Themen dann am Start haben. Muss auch mal sein. Hey, Danny. Aber das wollen wir uns halt ein bisschen ersparen. Ja. Komm nochmal. Hast du mal hier von hier aus nochmal gesehen? Ich habe ein bisschen meine Stimme geölt. Da noch die Glasfronten drin sind. Wo ist denn von hier aus? Ja, wo ich quasi einen Screenshot vorhin geschickt habe. Ah. Wow, Baby. Das ist nice, ja. Da muss ich mal einen Screenshot machen, ey. Aber den Fahrstuhl, den müssten wir da noch ein bisschen ummanteln. Ja, ich denke, dass der eh... woanders irgendwann oder komplett wegkommt. Doch lieber Treppen. Nee, der kommt woanders hin. Muss nur gucken. Das Problem ist halt, ich glaube, wir müssen ihn trotzdem umbauen, weil er sonst dafür sorgt, dass das Gebäude nicht zu ist. Könnte ich mir vorstellen zumindest. Ja. Aber nice. Teddy, viel, viel lieben Dank. Auch immer noch, dass du bei dem Projekt so mit Bock hast. Ich weiß, du bist ja fett am Rusten. Also wie gesagt, dass ich versuche wirklich, wenn ich Zeit habe, reinzufarmen. Die Tage kann ich echt wirklich ein bisschen mehr farmen für Echo. Rust ist im Moment so ein bisschen auf Eis. Gerade eben durch den, sag ich mal, die Serverneugestaltung und der Vibe steht ja auch schon wieder in 2,5 Wochen an und da kann ich kein neues Rust-Projekt anfangen. Von daher kann ich auch wieder ein bisschen mehr für Echo farmen. Nice. Aber jetzt also, wollen wir erstmal nicht alleine unten sein. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe trotzdem, nach 70 Folgen habt ihr immer noch Bock, so wie wir. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.